Herr Professor Posowehr, wie wird Endometriose behandelt? Also erstmal, bevor man einen Patienten behandelt, muss man von Indikationen sprechen. Da es sich bei der Endometriose um eine chronische Erkrankung handelt, die somit proliferativ ist, die wuchert in der Gebärmutter, in die Eierstöcke, in die verschiedenen Organe, gehen wir davon aus, dass über den Langzeit von der ersten Regel bis zum Wechseljahr diese Erkrankung destruiert und zerstören weiter wachsen wird. Deswegen ist eine Therapie, sobald diese Endometriose diagnostiziert wurde, unumgänglich. Das Ziel der Behandlung der Endometriose ist zum einen, und das ist das Wichtigste eigentlich für die Patienten, die Verbesserung ihrer Lebensqualität und somit die Reduktion bzw. Beseitigung der Schmerzsymptomatik, die Unterleibschmerzen, Rückenschmerzen und auch die Problematik mit der Blutungsstörung. Zweiter, die Beseitigung von Funktionsstörungen bzw. Vorbeugung von Funktionsstörungen bei Befall der Blase oder der Beckennerven. Das Verhindern von Spätfolgen einer tief infiltrierten Endometriose, wie zum Beispiel eine Nierenzerstörung bei langzeitiger Harnleiterbefall oder ein Darmverschluss bei Darmendometriose. Nicht zuletzt auch dient diese Laparoskopie oder die Behandlung der Unfruchtbarkeit der Patienten. Es stehen grundsätzlich zwei Arten der Behandlung, die Hormonbehandlung und die Operativtherapie. Beide stehen zur Verfügung und sehr oft muss man beide Verfahren benutzen und die Indikation von einer oder der andere oder beide ist eigentlich sehr abhängig von der Krankheit, von den Symptomen der Patienten, ihrem Alter, ihrem Kinderwunsch. Wenn aber diese Form, diese leichte Form der Endometriose von der Patienten letztendlich abhängig ist, die tief infiltrierte Endometriose ist eigentlich immer eine klare medizinische Indikation zur Operation. Und eigentlich, es scheint vielleicht paradoxal, aber umso mehr die Patientin jung ist, desto früher sollte die Therapie einer tief infiltrierten Endometriose erfolgen. Zum einen, weil niemand weiß im Voraus, wie diese Form der Erkrankung sich entwickeln wird, ob die stehen bleiben wird oder sich noch weiterentwickeln wird. Sich zurückbilden wird das nicht tun, erst im Wechseljahr. Die Tiefinfiltration von Beckenorganen, Blas, Darm, Harnleitung, Beckennerv sollte auf jeden Fall erfolgen, bevor Komplikationen, wie schon erwähnt, Darmverschluss oder Nierenzerstörung auftreten. Weiterhin, umso früher die Behandlung erfolgt, desto kleiner wird die Operation sein und somit die Gefahr von Komplikationen und von Verwachsenbildung. Das Ziel der Operativbehandlung ist dann, möglichst alle Endometriose durch Ausschneiden zu entfernen, lieber ausschneiden als verhüten durch IZ. Die Chance der Rezidiv sind bei der letzten erwähnten Verfahren etwas höher. Zysten am Eierstock, sogenannte Schokoladenzysten, sollen ausgeschält werden unter Erhalt der Eierstock. Verwachsungen sollten auch gelöst werden. Die Durchgängigkeit der Eileiter sollte geprüft werden bzw. wiederhergestellt werden bei Kinderwunsch. Der Eingriff kann bei Bauchspiegelung oder bei Bauchschnitt durchgeführt werden. Dies in Abhängigkeit der Erfahrung der Operateur mit einem oder der anderen Verfahren. In unserer Abteilung in Zürich ist jedoch die laparoskopische Chirurgie auch bei sehr ausgedehnten Befunden des Darm, der Blase, der Harnleiter oder der Beckennerven die Therapie der Wahl. Solche Operationen können kleine Befunde behandeln, aber auch diese große Form, schwere Form der Endometriose behandeln, bis zum Resektion von Organen wie Darmresektion, Blasenresektion oder Operation an der Beckennerven. Alle diese Formen der Endometriose können auch per Bauchspiegelung erfolgen. Danach, ob ein Patient per Bauchspiegelung oder per Bauchschnitt operieren werden sollte, ist eher von der Erfahrung und des Können eines Operateurs mit der Bauchspiegelungschirurgie als von der Krankheit selbst abhängig. Da wiederholte chirurgische Eingriffe auch zu Organverlust, Narbenbildung und Verwachsung führen können und dies umso mehr, wenn diese Intervention per Bauchschnitt erfolgen, sollte Patienten mit Endometriose eher an ein qualifiziertes Zentrum bzw. eine qualifizierte Operator
primär zugewiesen werden. Unnötige Operation sollte um jeden Preis vermieden werden. Die Adenomyosite uteri interna, das ist eine besondere Form der Endometriose, die sich exklusiv in der Gebärmutterwand findet, kann leider im Rahmen einer Bauchspiegelung nicht rausgeschnitten werden, denn diese Form ist überall in der Gebärmutterwand. Das ist keine Myom. Man kann die nicht einfach so operativ entfernen. Deswegen bei dieser Form der Endometriose greifen wir eher zu Hormontherapie, eventuell Lokalhormontherapie, und damit meine ich Hormonspiral. Die Entfernung der Gebärmutter, a fortiori bei jungen Frauen, ist praktisch nie eine Option und würde eher Nebenwirkungen mit sich bringen, womöglich die Symptome der Patienten, die Schmerzen überhaupt nicht therapieren.